Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe vom Regiotalk. Ja, im Jahr 2018 hat die Schweizer Moderatorin Eva Nidecker in Zürich an allerbester Lage an der Europaallee Open Ride ins Leben gerufen. Ein multisensorisches Indoor-Cycling-Erlebnis, das für ganz, ganz viele Sachen steht und wo Lifestyle, Design, Schweiß und Multisensorik aufeinandertreffen. Heute findet die Eröffnung vom zweiten Studio statt, und zwar in Basel an der Zentralbahnstrasse 12, mitten im Bahnhofsgebäude. Und da sind wir, Eva, bei der Eröffnung von dem zweiten Studio. Multisensorisches Indoor-Cycling-Erlebnis, darüber muss ich mehr erfahren. Was bedeutet das ganz genau und was für Sinn werden bei einem Open Ride-Training angesprochen? So ziemlich alle Sinne, die du dir vorstellen kannst. Wir haben Licht, eine unglaubliche Lichtshow, etwa 400 Laufmeter LEDs, die verbaut sind. Es ist Sound, beste Soundqualität. Man spürt seinen Körper, man hat den Schweiß, man hat wirklich auf allen Ebenen Sensorik wird angesprochen. Und es macht auch einfach Plausch, das zusammen mit ganz vielen anderen zu machen. Es ist total lässig. Ich denke, Spinning ist vielen bekannt, aber auch Cyclingklasse wie bei euch. Aber ich glaube, viele schrecken noch ein bisschen davor zurück, weil sie das Gefühl haben, dass es ein ganz hartes Training ist. Kannst du das bestätigen oder ist Open Ride Training für alle Fitnessklasse gedacht? Es ist so hart, wie du dir selber gestaltest. Und das sagen wir auch, wir verstehen, dass die Leute ein bisschen ängstlich sind. Aber wir heissen aus einem Grund Open Ride, weil wir eben Fitness zugänglich machen wollen. Für alle, für jedermann. Für ältere Leute auch, für übergewichtige Leute, die nicht so fit sind. Wir sind für alle da und es funktioniert in Zürich zumindest. Schauen wir mal, wie es bei der Basel läuft. Aber es ist, du kannst selber den Widerstand einstellen. Du kannst auch mal absitzen, wenn es so streng ist. Und es ist dunkel, man fühlt sich nicht so beobachtet. Also es gibt keinen Grund, es nicht auszuprobieren. Vor allem, wenn man so ein bisschen Angst hat vor Fitnesszentren oder so, dann kommen zu uns. Das macht so Spass. Wegen dem auch Open Ride, gell? Also ich denke, das Wort Open und Offen steht bei euch total zentral im Mittelpunkt. Ist auch ein Teil von eurer Unternehmens- und Markenphilosophie. Du hast jetzt den Schritt gewagt, ein zweites Studio zu eröffnen in Basel, eigentlich zurück in deine Heimatgefilde. Wer hast du für die Leitung von diesem Studio in Basel ausgesucht und warum? Das ist Natascha Zekri. Ich kenne Natascha aus meinen Zeiten beim Radio, Radio Energy. Da damals habe ich Programmleitung gemacht und Natascha kennengelernt. Sie ist eine rasende Reporterin, sie hat einen sackguten Job gemacht und sie hat einfach das spezielle Feuer, das es braucht für so ein Projekt. Sie ist vor allem auch von Anfang an Feuer und Flamme gesehen für Open Ride in Zürich, ab der ersten Minute dabei. Und sie ist auch die, die mich genervt hat. Irgendwann mal während Corona sagt sie, ich bring doch mal das Open Ride auf Basel. Ich sage, lass mich in Ruhe. Das ist einfach, jetzt haben wir noch Corona. Es ist kompliziert alles und dann irgendwann mal, jetzt hat so eine Sömmli gesetzt bei mir und das ist schön gewachsen und ich habe dann irgendwann gewusst, hey, wenn ich es mache, dann mit der Natascha und sie hat so viel Power und wir haben das Feuer für genau das Gleiche und ich glaube, wir ergänzen uns auch genau in den wichtigen Sachen. Wir sind unterschiedliche Frauen, unterschiedliche Energie, aber wir stehen für das Gleiche und das ist mega lässig. Super, Eva, vielen, vielen Dank für den Einblick und ganz, ganz viel Erfolg mit Open Ride Basel. Danke vielmals, mega lässig, dass ihr da sind. Ja, und da ist sie, CEO von Basel Open Ride, Natascha Zekri. Wie fühlt sich das an, das Projekt Open Ride nach so vielen Monaten Vorbereitung jetzt der Basler Öffentlichkeit zu präsentieren? Es ist komplett surreal, aber ich glaube, wir sind wahnsinnig stolz. Wir haben so viel geschafft. Wir haben ein unglaubliches Team zusammenstellen über die letzten Monate. Und bei uns sind alle Menschen gleich wichtig. Und ich glaube, das spürt man da innen auch. Die Leute haben extrem Freude und die ersten Menschen sind auch schon am Riden bei uns. Wir sind im Bahnhofsgebäude drin, eine Location, die nicht ganz so einfach ist, nehme ich an, aber die ganz, ganz wichtig ist und zentral. Was hat es gebraucht, damit das Open Ride Studio hier so hat können umgebaut werden und so stattfinden, wie wir es heute sehen? Also sicher mal eine Idee, jemand, der uns das Studio empfohlen hat. Wir wären niemals auf die Location gekommen. Es ist gar nicht so einfach, in Basel hohe Räume zu finden. Dann hat es Bewilligungen gebraucht und wir haben hier einen denkmalgeschützten Bereich. Und das war ein bisschen schwierig, aber wir haben es jetzt geschafft. Ganz offiziell, weil heute nämlich auch die Eröffnung stattfindet. Wenn die Leute möchten Open Ride ausprobieren und zu euch mal eine Stunde nehmen und vielleicht das auch noch nie ausprobiert haben und vielleicht das Gefühl haben, aber habe ich noch nie gemacht und da braucht es so spezielle Schuhe, die müssen gar keine Angst haben, weil bei euch gibt es, glaube ich, alles. Also man kommt zu euch an, man bucht eine Stunde, man kriegt die Riding-Schuhe, man kriegt Tüchli. Was gibt es bei euch alles zu erleben sonst noch? Also eigentlich musst du wirklich nur mit deinen Sportkleidern kommen. Du kriegst, wie du gesagt hast, schwitzt dich fürs Gesicht, duscht dich, du kriegst die Schuhe, du kannst Merch kaufen, du kriegst Wasser, du kannst Shakes haben nach dem Ride. Also du kriegst eigentlich alles. Du musst nur einbuchen online, das ist richtig, auf unserer Homepage. Und dann ist es eigentlich sehr selbsterklärend und wir führen die Leute auch durch. Natascha, vielleicht noch als abschließende Frage. Du bist nicht nur CEO, sondern du gibst selber auch Klassen. Welche Klasse gibst du, wenn man mal zum CEO von Open Ride Basel möchte, eine Stunde nehmen?
Ich bin ein bisschen seltener auf dem Stundenplan, das ist tatsächlich so, aber am Montag über den Mittwoch, über den Mittag und am Donnerstag oben. Und ich gebe das Climax-Format. Das ist das Rhythmische mit den Gewichtchen an der Hand und man ein bisschen mehr tanzt quasi auf dem Bike. Super, Natascha. Ganz, ganz viel Erfolg für Open Ride Basel. Und jetzt lasse ich dich in der Eröffnungsfeier ordentlich geniessen nach diesen vielen Monaten Vorarbeit. Herzlichen Dank, Desi. Schönen Tag noch.